Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News. Ja, die Promots ist da. Tatsächlich, man mag es kaum glauben, heute der 7.9. ist nun da. Und das ist jetzt hier neu bei der 266. Wir haben ganz neu hier logisch ein Update für die, von der Version 265 auf die Version 266. Das ist jetzt hier die neue aktuelle Version, da steht's. Ne? Was hier auch natürlich neu ist, ist in Frankreich das Macron. Darf man, so wahrscheinlich. Letzten Buchstabe spricht man nicht mit Marco. Dann Integration of New SCS Area. Ne? Also in 1.48 wissen wir, was alles bei Deutschland neu hinzugekommen ist. Und das Promo-Team hat das so implementiert, hat das so übernommen. Beziehungsweise wahrscheinlich mit ihrem ganzen Gedöns, mit dem SCS-Gedöns, zusammengedönst. So ungefähr haben sie zusammengefriemelt, das Ganze. Muss man sich dann anschauen, aber ich glaube, das hat Hand und Fuß. Da wollen wir schwer davon ausgehen. Dann in England natürlich Heysham wurde rebuilt. Was haben wir noch alles hier? In Irland haben wir hier Wexford rebuilt. Dann haben wir die M9 Autobahn hier, M7 Carlow, N80 Road und gedönst. Wurde hier auch nochmal überarbeitet und neu hinzugekommen. Auch ganz gut, ne? Was haben wir noch alles hier? In Litauen haben wir noch die K11 122 Road. Was haben wir noch alles? In Ungarn haben wir die M3 Rebuild, dann haben wir noch Rumänien, ist auch noch ganz viel hinzugekommen, ne? Rumänien hier, Sibiu und so. Sind auch sehr viele, in Sibiu sind sehr viele deutsche Unternehmen, also in Wirklichkeit, es sind sehr viele deutsche Unternehmen mit hinzu, oder generell, ne? Finde ich eigentlich ganz cool da, das muss, ist auch eine sehr schöne Stadt, wer da schon mal irgendwie gewesen ist, mega. Dann haben wir noch Litauen, glaube ich, ne? Und Estland, Estonia, haben auch ganz viel Neues, Habsaglu, Kadja. Rakvere und LT 5 Road hier das Ganze. Ne? Also das ist alles komplett neu, das könnt ihr euch jetzt hier gönnen. Ich habe bezahlt mit dem einmaligen Download, also ein Download bloß, nicht mit dem kostenfreien Gedöns, 1,25 €. So, wenn wir jetzt mal reingehen hier ins Spiel, das sind wir, in Farbenbunt. Wer die Promods nicht kennt, meine Damen und Herren, also da sieht er jetzt hier ungefähr, da sieht man, da gehen wir jetzt nochmal raus. Und da sehen wir das jetzt hier nochmal. Mehr raus kann ich jetzt nicht gehen. Ihr seht jetzt hier St. Petersburg hier und Skandinavien und ein bisschen Russland hier so ein bisschen. Und Riga und das ganze Skandinavien-Gedöns, wo es dann hier natürlich nach oben geht. Hier nach Schneetreiben, wie heißt es? Keine Ahnung. Was sind wir hier überhaupt? Irgendwo oben im Norden, da wird der Weihnachtsmann wohnt. Irgendwo so da hinten halt im letzten Eck. Dann geht es natürlich hier wieder runter. Nur für die Leute, die es nicht kennen. Die Leute, die es kennen, ist schon klar. Ne? Hier, wie schon gesagt, sind sehr viele neue Sachen hinzugekommen. Irland und so, ne? Neue Straßen und so Zeug. Auch hier alles überarbeitet. Dann haben wir hier wieder noch ein bisschen so Torshafen, Klaspik. Und dann geht es hier oben nach Lettland hier. Ne? Das Lettland? Ja, irgendwie sowas. Ja, auch, ne? Da, wo der Osterhase wohnt. Richtig. So, wir haben hier natürlich auch Schneetreiben hier oben. Ne? Hier sieht man es an den Frostzeichen. Also wer da schon mal gewesen ist, sieht richtig, richtig gut aus, das Ganze hier. Ne? Dann, wenn wir Richtung Süden gehen hier, das ist, glaube ich, klar. Das ist auch von SCS hier so ein bisschen mit implementiert worden, auch wieder von Promods und so. Ne? Dann, was mir nach wie vor fehlt, ist immer noch Palma de Mallorca. Wir wollen nämlich Flüssigbier nach Palma fahren. Mallorca Express, wer es kennt, ne? Spedition, die fahren immer gern mit der Fähre, fahren die immer gern Bier nach Malle. So, ansonsten... Sardinien und Korsika natürlich auch am Start, ne? Palermo, Valletta, Malta, auch sehr schön. Hier vielleicht mal zu begutachten. Und natürlich Westbalkan ist ja hier schon mit dabei. Wenn das Westbalkan DLC kommt von seitens SCS, gehe ich mal schwer davon aus, dass es auch hier alles mit integriert wird, so ein bisschen zusammengefriemelt, wie wir schon kennen. Oder ob dann das Promo-Team sagt, wir machen das komplett oder übernehmen das komplett von SCS, wird sich zeigen. Ansonsten Rest dann hier alles, wie wir es halt schon kennen, so ein bisschen. Ne? Aber alles hier natürlich bearbeitet, auch Deutschland, Straßennetz, habt ihr es nicht gesehen. So, jetzt. Passt, läuft. Und ja, genau. Und genau hier oben, das ist ja das alles, was neu gekommen ist. Hier Rostock und Travemünde und Fehmarn und Lübeck und das ganze Zeug hier. Mit dem Fährhafengedöns hier, was wir ja schon kennen, ist hier quasi jetzt mit dabei. Gut. Das ist jetzt hier quasi die Info von mir an euch zu Hause am Empfangsbolten. Ich werde jetzt mal eine Runde auf der Promots düsen. Mit meinem Food Service E-Hobel hier irgendwo in Timbuktu stehe ich. Irgendwo in Österreich dümpel ich gerade rum. In Löwen meine ich hier irgendwo im letzten Eck. Oder? Wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, irgendwie in Löwen. Da muss ich jetzt erstmal hier irgendwo runterfahren, irgendwo hin. Und schüssel da erstmal ein bisschen rum. Über die letzte Landdümpelstraße hier
Und erstmal raus hier aus dem ganzen Gedöns hier, ne? 50. Alter, wenn ich hier 50 fahre, dann fliegen wir die Reifen um Dorn. Also die Promo ist eine richtig geile Map. Also wer das nicht kennt, ladet euch die mal runter. Wie schon gesagt, wer die 1.25 nicht hat, entweder Papi, Mami, Onkel, Schwester, Tante, wie auch immer fragen, ob es vielleicht per PayPal geht. Ist relativ easy, wirklich simpel. Da kannst du nichts verkehrt machen. Du brauchst bloß einen PayPal-Account. Und dann kannst du das ja ganz schnell runterladen. Ist wirklich auf 2, 3, 4 Minuten ist das passiert. Da kannst du nichts verkehrt machen. Und ansonsten, wer sagt, oh, ich habe die ins 25 nicht, dann müsst ihr halt das über diese, ich glaube, neuen Dateinsatz oder über diese normale Variante downloaden. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Das sagen immer wieder viele Leute, ja, das ist ein bisschen tricky und so. Ich habe es früher, also ganz früher, ich glaube, Promos hat schon 10-jähriges jetzt, oder? Ich habe das früher auch dort runtergeladen. Funktioniert, das klappt, das geht. Ist aber, wer sich da mit dem ganzen Dateiengedöns nicht so auskennt, ist immer ein bisschen schwierig, muss man dazu erwähnen. Deshalb ist natürlich die Variante über PayPal absolut easy. Da kannst du nichts verkehrt machen. Eine Datei und schack, schwupp, zahlst du Mark 25 und dann hast du das auf der Platte. Ne? Ganz wichtig. Nicht vergessen, was auch viele immer vergessen, gerade die Neulinge unter der Pro-Mods, vergesst euch nicht, die Definitionsdatei ist alles erstes runterzuladen. Das ist ganz wichtig. Macht ihr das nämlich nicht, stürzt euer Spiel ab. Das bitte auch nicht vergessen. Das ist das Erste, was ihr machen müsst, diese Dev-Datei runterladen. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, hier auf der Promods. Ne? Wenn ihr das dann downloaden wollt, steht das dann so da. Bitte hier erst Dev und hast nicht gesehen runterladen. Das ist alles so orange markiert, meine ich. Müsst ihr draufklicken, dann könnt ihr auswählen, leistungsstarker PC und hast nicht gesehen und. Das bitte nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. Und dann geht es eigentlich schon los mit dem normalen Download-Gedöns. So. Schön mit dem kleinen Trailer kannst du rumdüppeln, ne? Das geht. Das geht. Genau, und dann könnt ihr quasi jetzt hier komplett, ich sag mal, fast oder einen Großteil von Europa hier abfahren. Natürlich mit erweitertem Straßennetz, mit viel besseren Autobahnschildern, mit besseren Rastplätzen. Alles, was ihr euch so vorstellen könnt, ist halt hier einfach besser gemacht, ne? Wie das von SCS, muss man auch sagen. Man muss aber auch fairerweise sagen, für die Leute, die jetzt nicht so einen guten Rechner zu Hause haben, passt bitte auf, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt einen leistungsschwachen Rechner, dann könnte es sein, wenn ihr die Promods nutzt, dass euer PC ein bisschen anfängt zu husten. Das ist aber auch klar, oder? Das muss man hier fairerweise immer wieder erwähnen, um zu sagen, pass auf, wenn ihr, wie schon gesagt, wenn euer PC nicht ganz so stark ist, das bitte beachten. Könnt ihr aber in der Dev reinschreiben oder müsst ihr antippen, schwachen PC und so, macht das mal an. Aber das mal einfach erwähnt hat, ne? Also es zieht schon ganz schön Performance. Wenn ihr vielleicht noch einen Traffic-Mod nutzt oder ganz viele Mods, vor allen Dingen Trailer-Pakete oder was weiß ich, alles, was halt viel geladen werden muss, das ist immer ein bisschen schwierig, da bitte auch aufpassen. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt, auch ganz wichtig vielleicht hier. So, ich sehe jetzt schon mal einen Parkplatz hier, ne? Parken, tanken, alles mit am Start hier, das Ganze. Genau. Ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen hier, das Ganze. Ihr könnt natürlich jetzt gerne euch die Promos runterladen. Für 1.25. Wie gesagt, da macht er nichts verkehrt. Und dann am Wochenende steht die vor der Haustür. Dann könnt ihr quasi dann hier nochmal richtig Gas geben. Ne? Schön Kilometer schrubben. Und Westbalkan steht dann eh schon bald in den Kinderschuhen. In den Startlöchern, so rum, nicht Kinderschuhen. In den Startlöchern. Ne? Oh ja, schönes Wirtshaus. Jawohl, Restaurant, was zur? Was? Egal. Genau. Und ich doppel jetzt hier gleich über die Autobahn. Fahr meine Fracht. Oh, schön, hier ist Wasser. Da ist Autobahn. Traffic habe ich immer noch aus. Müsste ich gerade mal anschalten. Und dann geht es eigentlich hier auch bei mir schon kräftig weiter. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, meine Damen und Herren, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder natürlich auf der Promo-Seite, logisch. Ich verlinke euch das nochmal, wer das nicht hat. Dann könnt ihr dann dementsprechend auch nochmal nachfragen, wenn was ist. Überhaupt gar kein Ding. Und ansonsten wünsche ich euch immer knitterfreie Fahrt. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, vergesst nicht die Glocke drücken und dann wünsche ich euch wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.